als ob. Okay, Hier hast du noch eine Wegbeschreibung. Ich werde noch 50 brauchen. Also. Das führt zu nicht. Geht nicht. Das führt zu. Ich will mich. Verschwenden. Einen Sammelkorb werfen. Nice. Folge der Beschreibung bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein. Oh, Modi ist raus für heute. Ja, ich auch gleich, Modi. Ich wollte auch gleich Schluss machen. Komm, Junge. Es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Ich wollte auch nicht mehr so lange machen. Der Seher will also Lurida Rinella Wanda in seine Gewalt bringen. Ich bin auch gleich raus. Satinaf. Geschichte will sich stets wiederholen. Was meint ihr damit? Schon einmal missbrauchte der Seher Feen, um die Harfe aber zu spielen. Bis sie ihre Magie verloren und fürs Zuschauen anheimfiel. Und mit Chatten. Lurie nannte sie traurige Feen. Der Seher hat sie uns auf die Fersen geschickt. Möglich. Möglich. Ja. Ihr habt damals mit den Helden des Königs gekämpft? Sinde bewahre. Ich wäre ein Ritter von trauriger Gestalt. Als der junge König meine Hilfe erbat, war der Seher längst in Gewahrsam. Aber ich habe das Feentor im Steineichenwald verschlossen. Das habt ihr getan? Auf immer und ewig. Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber es hätten erneut Feen nach Andergast dringen können, um die Harfe zu spielen. Warum habt ihr Nori damals beim Feentor nicht getroffen? Es wurde damals gemunkelt, die Helden hätten eine Fee aus den Fängen des Seers befreit. Aber man hat es natürlich nicht für nötig gehalten, sie mir vorzustellen, bevor sie freigelassen wurde. Ach, ja, falls du noch da bist, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei gewesen sein, Modi. Wir sehen uns spätestens am Freitag wieder. Warum ausgerechnet Nori? Es gibt doch sicher noch andere Feen. Eine gute Frage. Was weißt du über Nori und ihre Heimatwelt? Über ihre Herkunft hat sich Nori stets ausgeschwiegen. Vielleicht aus Angst. Vor ihrer Heimat. Oder ihrer Vergangenheit. Die Magie der Feen kann ganze Welten auf den Kopf stellen. Ihr meint, Noris Welt hat sich verändert, seit sie hier ist? Oder sie kam deswegen erst zu uns. Nori darf nicht zaubern. Sonst stirbt sie oder verliert ihre Seele. Verstehe. Dafür zaubert sie aber ziemlich oft. Ihr könntet uns helfen. Ich befürchte, dazu müssten wir mehr über die Welt wissen, aus der sie stammt. Wisst ihr, woher Nori stammt? Ich konnte nie die Welt hinter dem Tor im Steineichenwald erforschen, bevor ich es versiegelte. Aber ich habe eine Vermutung. Noris Heimat könnte die Feenwelt Nerut Neva sein. Nerut Neva? Ein Bundesland, ein Ort der Freude. Das hört sich eigentlich gut an. Warum sie wohl dorthin nicht mehr zurückkehren will? Habt ihr den Seher gekannt? Nein, aber die Leute haben sich damals viel erzählt über ihn. Gerüchte, du verstehst? Was für Gerüchte? Dass er blind geboren sei, doch von Satinaf berührt oder verflucht. Er sah die Zukunft anderer, doch stets nur Tod, Verderben und Unglück. Nie Gutes und Schönes. Andere sagten, er sei ein Hexer, getrieben davon, seine eigenen Prophezeiungen wahr werden zu lassen. Der Seher hat auch mir Unheil prophezeit. Will er es wahrmachen? Ich bin mir sicher, er verfolgt andere Ziele. Eigene Ziele. Ich weiß nicht, wie lange ich Nori noch vor ihm schützen kann. Die Bürde, die du trägst, gehört nicht nur auf deine Schultern, Geron. Was meint ihr? Nach allem, was er deiner Nori antun will, werde ich alles in meiner Macht tun, dir zu helfen. Ah ja. Dafür vielen Dank. Satinaf. Der Rabe hat diesen Namen auch erwähnt. Könnt ihr mir mehr von Satinaf erzählen? Du meinst den Steuermann des Zeitenschiffs? Den Unaufhaltsamen? Satinaf war ein mächtiger Halbgott, der an den Urgrund der Welt hinabstieg, um das Schiff der Zeit zu erobern. Doch die Götter straften ihn für seinen Frevel. Für alle Ewigkeit wacht er nun selbst, gekettet an das Steuerrad des Schiffs, über den Fluss der Zeit. Er allein sieht Vergangenheit und Zukunft, doch nicht einmal er kann sie ändern. Nagt deshalb Satinafs Zahn überall? Ja. Obgleich er nicht in jeder Welt gleich schnell nagt. Ja. Lässt sich die Zukunft wirklich nicht ändern? Zukunft, Vergangenheit, was bedeuten sie schon?
Morgen ist schon bald gestern, nicht wahr? Der Seher hat die Zukunft gesehen. Auch meine. Glaub nicht jedem Blinden, was er sieht. Schöne Wortwitz. Wisst ihr mehr über die Zauberharfe? Sie kann nur von Feenhand gespielt werden. Ein Mensch, auch der Seher, würde daran zugrunde gehen. Denn sie wurde von Feenhand erbaut. Zu welchem Zweck? Sie muss große Macht besitzen. Macht, die einem Seher nutzt. Leider ist ihr Standort unbekannt. Wir könnten sie sonst genauer untersuchen. Die Magier der Akademie haben sich stets dazu ausgeschwiegen. Ich kann es ihnen nicht einmal verübeln. Aber wieso steht sie in unserer Welt und nicht bei den Feen? Das gilt es herauszufinden. In der Akademie von Andergast muss es alte Aufzeichnungen geben. Mir schwirrt der Kopf. Ja. Fällt Nori dem Seher in die Hände, ist sie verloren. Er wird sie zwingen, dunkle Feenmacht über Andergast zu entfesseln. Nur mit welchem Ziel? Er ist Seher. Es muss etwas mit der Zukunft zu tun haben. Nach allem, was er damals schon getan hat, müssen wir das Schlimmste befürchten. Dein Ziehvater sah nur einen Weg, um das alles zu verhindern. Ich kann Nori nicht töten. Nicht einmal, wenn das die Welt vor dem Untergang rettet. Geron, niemals lasse ich zu, dass Nori Darinella Wanda auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen. Dann bringen wir sie zurück in ihre Welt. Das wird sie nicht wollen. Nori will nicht zurück in ihre Welt. Es gibt nur diesen einen Weg. Wovor auch immer sie sich fürchtet, du musst sie zurückbringen. Sonst ist sie des Todes. Habt ihr nicht selbst das Tor zu Noris Welt auf immer verschlossen? Und es kann nie mehr geöffnet werden. Aber nach Neirutneva führt womöglich noch ein zweites Tor. Es soll sich in den Klagesümpfen befinden, tief im Niemandsland der Brinasca Marschen. Wo genau finde ich das Feentor? In Enkvi weilt ein Kollege von mir, Menander Goswin. In seinem Besitz befindet sich der Kristall von Neirutneva. Ein magisches Prisma, das den Weg zum Feentor weist und das Tor auch öffnet. Hoffe ich. Ich gehe derweil nach Andergast, um in der Akademie nach dem Standort der Zauberharfe zu recherchieren. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar eine Möglichkeit, die Harfe unschädlich zu machen. So wird es gemacht. Hier, nimm diese Notizen für deine Reise. Darin findest du Goswins Adresse und all mein Wissen über das Feentor und das Reich dahinter. Ich bin bereit. Mag den Namen. Enkvi, Menander Goswin, Feenprisma, Klagesümpfe. Und schon ist Nori zu Hause. Warte, warte. Es heißt, eine sehr mächtige, sehr gefährliche Kreatur bewache das Feentor. Was denn für eine Kreatur? Ihr Blick soll alles Lebende versteinern. Wie ein Basilisk. Ich ahnte es. Die Sache hat einen Haken. Wir brauchen nur einen Phönix. Wir haben an Harry Potter 2 geguckt. Ja. Gibt es nicht noch andere Feentore, die nicht so weit weg sind? Diese Tore führen in andere Welten, in denen Nori sterben würde. Das können wir nicht riskieren. Wie kann man den Wächter des Tores passieren? Niemand ist je zurückgekehrt, um diese Frage zu beantworten. Kopf hoch. Dein Namensvetter, der heilige Geron, zog einst auch gegen den Basiliskenkönig. Er war der größte Held aller Zeiten und besaß das göttliche Schwert Siebenstreich. In jedem Menschen steckt ein Held. Wollt ihr nicht mit Nori nach Enkvi gehen und ich forsche in Andergast nach der Harfe? Die Magier waren damals sicher nicht meine Freunde. Aber glaubst du, sie lassen jemanden wie dich in die Akademie? Schon gut, vergesst es. Nun trennen sich unsere Wege, Geron. Schütze Nuris Leben um jeden Preis. Bringe sie zurück in ihre Heimat, wo sie glücklich werden kann. Hab Dank für alles. Wünscht mir viel Glück. Du wirst deinen Weg finden. Wir sehen uns in Andergast. Ich weiß nicht, ob das ihr so sehr gefallen wird, wenn wir sie jetzt dazu bringen, in ihre Welt zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob sie da kooperieren wird. Hier ruht... Der Name ist längst verwittert. Wer auch immer du warst, Boron sei dir gnädig. Aha. Ein Borons Rat. Hoffentlich kein böses Omen. Das Boron scheint ja einer der Götter zu sein, die wir hier haben, wie es ausschaut. Na dann, gehen wir mal weiter. In die Mühle rein, oder? Dran Nori, vorbei. Bist du hier? Nein, aber die dunklen Elfen, die sind hier.
Oh wei. Das ist schlecht. Erinnerungen. Du bist es. Er sagt uns nicht, wo sie ist. Ich weiß es nicht. Wie kann er es nicht? Lassen wir ihn warten. In der Dunkelheit, bis der Vogel kommt. Der Rabe soll sich seiner annehmen. Der Rabe? Er wird ihn sprechend machen. Ich hole ihn. Du wachst um die Mühle. Das war ja klar. Der Rabe gehört dem Seher? Sobald der Sand verronnen ist, wird der Nachthaarige sprechen. Und sein Faden wird reißen. Das war so sonnenklang, dass der Rabe. Dass der Rabe böser ist. Nuri? Keon, geht es dir gut? Diese Kreaturen. Ich bin gefesselt. Hier liegt eine Scherbe. Sie ist ganz scharf. Hervorragend. Ich werfe sie zu dir runter. Nein, warte, ich. Hast du sie? Nein. Du hättest sie fangen sollen. Nuri. Wer weiß, wo sie jetzt ist? Ich kann nicht sehen. Weil es hier keine Regenbogenkristalle gibt. Kannst du zu mir runterkommen? Es gibt keine Treppe. Und draußen steht der bleiche Mann. Du sagtest doch, du kannst das Mondlicht sammeln. Ich werde krank, wenn ich zaubere. Ich weiß. Doch nicht. Aber wenn ich mich nicht schnell befreie, bin ich tot. Nur ganz kurz, ja? Versprochen. Uha. Dann mal schnell. Nur ist Scherbe. Komm ich da niemals ran. Eines Tages wird auch meine Seele gewogen. Aber nicht heute. Mit bloßer Kraft sind die nicht zu lösen. Nicht zu machen. Die sind fest verknotet. Wie komme ich da jetzt ran? Die eine Kreatur ist verschwunden. Die andere kann ich nicht hören. Habe ich irgendwas im Inventar, was mir... Nein, wurde mir alles abgenommen. Aber vielleicht kann ich... Jede andere Fähigkeit wäre nützlicher. Vielleicht kann ich... Ohne den Rest ist... So komme ich da nicht... Okay. Mit bloßer Kraft sind die nicht zu lösen. Tja, also... Vielleicht... Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Vielleicht... Wozu noch mehr Schaden an? Wenn ich wenigstens... Den Versuch war's wert. Die Handfesseln können nicht los. Hat auch Grenzen. So leicht zerbricht das nicht. Haben wir irgendwas anderes, was zerbrechen kann? Nuri wird dieser nicht mehr lange durchhalten. Auch Grenzen. Tja, kann Nuri vielleicht irgendwas? Besser nicht. Ohne die Löcher hätte ich gar kein Licht. Das ist noch ganz. Ohne den Rest. Okay. Kannst du die Waage heil machen? Aha. So komme ich da nie. Eines Tages wird auch meine Seele gewogen, aber nicht. Okay, und wie soll uns das jetzt weiterhelfen? Mit bloßer Kraft sind die nicht zu lösen. Ja, ja. Kann ich die wieder kaputt machen, die Vase, die Waagschale? Warum beherrsche ich keinen Feuerball? Ja. Ohne den Rest des Kruges kann Nuri da nichts machen. Ist nicht kaputt. Ja, also... Ich werde das Schicksal noch zu meinen Gunsten wenden. Aber wie? Komm noch mal hier rüber. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ja, schön, geh zu dem Loch in der Mitte. Ist gut. Ah, okay. Das
Haben wir hier vielleicht was gebaut? Hallo? Die Mühle ist so verlassen, wie sie aussieht. Ein Stuhl! Ja, sehe ich. Wie soll ich da rankommen? Können die vielleicht das Fass gerade machen? Ist doch heil. Hm. Noch habe ich etwas Zeit. Kann man das Stundenglas? Das ist noch ganz. Kann man es kaputt machen? Das Glas könnte ich wohl zerdeppern. Aber da hinten nützen mir die Scherben nichts. Und so weiß ich wenigstens, wie viel Zeit mir noch bleibt. Mhm. Klingt deprimierend. Nichts zu machen. Die sind fest verknotet. Wären meine Füße frei, könnte ich das Regal eintreten. Ja, Mist. Tja, also die Öllampe. Sägen, Scherben und alles außer Reichweite. Das ist blöd. Kobold! Ein Schimmel. Noch mehr Scherben, die... Wie soll ich... Okay. Das bringt mich auch nicht weiter. Da! Da ganz hinten ist noch ein Loch. Nur ganz kurz, hast du gesagt. Hm. Das braucht leider lange. Kein Wunder, dass die Mühle ausgestorben ist. Scheint eine Art Zahn. Tja, nun. Hm. Da werde ich jetzt nicht schlau draus. Können sie wieder die Vase heil machen oder so? Aber was bringt das? Noch mehr. Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Oh nein, Nuri. Lampen und alles aus. Jetzt ist sie in Reichweite. Vielleicht die. Hoffnungslos. Wir verkacken sehr tierisch. Wozu noch mehr? Können wir das Getriebe reparieren? Siehst du dieses trommelähnliche Ding da unten? Kannst du das heil machen? Nuri? Giron, hier ist ein Käfer mit 8 Beinen. Das ist nur eine Spinne. Spinnen haben 12 Beine. Nuri, bitte. Du musst dich jetzt konzentrieren. Ist gut. Das ist eine behinderte Spinne. Hätte sie mir nicht ein... Hm. Aber vielleicht können wir jetzt die Öllampe kaputt machen. Vielleicht können wir... Bringt nichts. Können wir sie wieder heile machen? Kannst du sie wieder ganz... Nuri! Ah, sehr schön. Nicht sterben schon, Nuri. Ah. Jetzt sind meine Füße frei. Ha, jetzt muss ich nur noch die Hände frei bekommen. So, jetzt könnte ich mit der... Jetzt könnte ich die Öllampe kaputt machen. Und damit... Hallo? Die Mühle ist so verlassen, wie sie aussieht. Können wir vielleicht... Hallo? Die Mühle ist... Also das hatten wir gerade schon. Noch mehr Scherben. Da drüben könnte ich doch irgendwas treten, oder? So komme ich da nie. Eines Tages, aber nicht heute. Irgendwas konnte ich hier treten. Ein Stuhl! Ja, ein Stuhl, ich weiß. Achso, das Regalbein vielleicht. Okay. Wie soll ich da rankommen? Stundenglas vielleicht zerstören. Ah, eine riesige Sand hier rein. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir nur die Scherbe. Jetzt gelöst. Ich hab sie. Giron, er ist schwindelig. Nur noch ganz kurz, Nuri? Nee, kannst prinzipiell ausmachen.
Mit bloßer Kraft sind die nicht. Das ist doch nicht. Verdammt, die Scherbe. Ich bin frei. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie mit dieser Kreatur fertig werden. Okay, Fesselstricke. Sammeln war das ein, was geht. Ein Schemel. Eine Säge. Der Griff ist abgebrochen. Vielleicht können wir den ersetzen durch. Die Scharniere durch. Ein Stuhlbein. Bitte schon be- ein Schemel. Die Luke braucht. Okay, einen neuen Griff kriegen wir wahrscheinlich irgendwo hier. Oh, meine Ausrüstung. Haben wir irgendwas Hebelhaftiges? Ja, hier haben wir einen Hebel. Können wir den vielleicht als Hebel benutzen? Das kann ich besser. Okay. Messer? Das lässt sich nicht. Nee. Okay. Solange der Unhold. Tja, mit dem Messer. Das ist kein Seil, kein Leben. Vielleicht können wir nur ein Seil irgendwie durchschneiden. Wenn ich nur schnell auf die Ideen käme. Warum liegt die Stroh? Und vielleicht ein Strohhalm oder so. Genug Stroh, um die Luke zu verdecken. Ja, wozu sollte man sie verdecken? Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Der Schwertgriff? Nein, was? Solange. Tja. Wir haben einen Säge, einen Hocker. Ich habe keinen Plan, Uri. Das tut mir schrecklich leid. Ich sehe den Griff. Ohne den kann auch nur. Kein Griff. Wenn wir irgendwo einen Griff finden. Was soll daraus ein Heuballen? Hätte sein können. Ah, feste Stricke. Ich komme mit hier. Unsinn. So kann es gehen. Sehr schön. Mach auf. Hier wird alles dunkel. Nun. Ja, prinzipiell. Was ist da unten? Es ist dunkel. Willst du einmal für mich nachschauen? Nicht jetzt. Ach, geh run. Was ist da? Es ist dunkel. Willst du nicht jetzt. Kiron, sie stirbt hier oben weg. Was sollen wir jetzt machen? Schemel vor die Tür stellen. Ich muss das Ziel. Das Ziel wäre, hier runter zu gehen. Puh. Es ist hier ein bisschen Zeitdruck. Nicht sehr schlau. Ah, vielleicht können wir eine Falle draus machen, wie schon hier. Ich bin etwas Idee. So wird. Es ist doch eine Idee. Nicke die Decke drüber. Auf der anderen Seite hängt. Erst muss ich die Decke. So hält die Decke. Befestigen. Okay, vielleicht mit Säge. Ach was. Vielleicht haben wir ja irgendwo einen Stein oder so. Mit dem Hocker. Das führt zu nichts. Und bei der Scherbe. Keine schlecht, aber die Scherbe wird nicht halten.
Vielleicht. Da brauche ich. Feuer hilft hier nicht. Zeichnung, Maßstab. So wird das. Das lasse ich. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Keine schlechte Idee, sie festzunageln. Aber die Scherbe wird nicht halten. Okay, was können wir hier? Nur noch was Besseres als die Scherbe. Das wirkt nur. Ja. Das Messer vielleicht. So. Jetzt soll das Biest nur kommen. Und wenn es im Dunkeln sehen kann? Ich sollte die Falle tarnen. Da habe ich zum Glück schon eine Idee. Gut. Das muss klappen. Nori, du kannst jetzt. Verdammt. Nori. Verdammt. Ich werde die zu lange warten lassen. Ah, der berühmte Wilhelmsschrei. Da war er wieder. Der Schrei, der traditionell für jeden Film oder jedes Spiel benutzt wird, wenn irgendjemand rein. Irgendwo reinfällt oder umfällt oder. Ist halt. Nori? Ich glaube, das war wegen dem. Wir müssen weg. Der Schauspieler hieß so damals, der Gaswanger. Von ganz was? Alten Filmen früher, wo mal einer. Heron? Das einer Mal in einem Film gefallen und hat so geschrien und seitdem wird das überall als Sample, also der Wilhelmsschrei, das ist in der gesamten Filmbranche, in Hollywood, in Spielen, überall, wo irgendwie Bild und Ton zusammengeführt wird, wo irgendwelche Filmchen sind, da ist halt der Wilhelmsschrei, das ist Classic. Kletter zu mir herunter. Oh, ich bin so müde. Lass mich noch etwas ausruhen. Das geht nicht. Wir müssen hier weg. Wir können hier nicht bleiben. Geron, ich will nicht mehr. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Wir müssen hier weg, sonst geschieht etwas Schreckliches. Ich kann nicht. Geh ohne mich. Ich habe den Feenforscher gesprochen. Ich weiß, wie alles wieder gut wird. Wirklich? Die Wahrheit oder die Lüge? Oha. Dann kommt sie bestimmt nicht mit, wenn wir die Wahrheit sagen. Oh, hoppala. Wir bringen dich zurück in deine Welt. Nein, niemals. Ich bleibe hier. Es ist der einzige Weg. Dort bist du sicher vor dem Seher. Und du kannst wieder richtig zaubern. Und Andergast wäre auch gerettet. Hör auf, hör auf, hör auf! Nori. Geh weg! Wenn wir noch lange hier bleiben, kommt die Kreatur zurück. Sag doch, das klappt nicht. Ich habe keine Wahl. Das wird's jetzt bestimmt glauben, was sie jetzt sagen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Feenforscher erzählte von einem Feentor im Norden, am Ende der Welt. Es führt in ein wunderschönes Reich, weit weg vom Seher. Dort wärst du sicher. Wie heißt das Reich? Fanglari. Es heißt Fanglari. Und er hat mir auch gesagt, wo wir das Tor dorthin finden können. Fanglari. Ja, aber um dorthin zu gelangen, so musst du sofort runterkommen. Ich kann nicht. Es ist nur ein Hopser. Schau, ich fang dich auf. Bau mir eine Treppe. Eine Treppe? Wie soll ich dir denn eine Treppe bauen? So naiv. Also gut, ich lasse mir etwas einfallen. Die Welt heißt, ist nur ein Trick, ich bring dich zurück in deine Welt. Das ist...
Bin gleich zurück.